Krankenbett. Wir brauchen ein Krankenbett. Wir brauchen Medizin. No. Oh no. Warte mal, wir könnten unserem Biber mal kurz ein bisschen Freizeit geben. Kann ich das irgendwo bauen, wo es nicht ganz dämlich ist? Hier vielleicht? Damit es denen ein bisschen besser geht? Jetzt baue ich für die Biber, damit es denen richtig gut geht, erstmal eine Riesenkonstruktion. Ah. Kira! Geht mal jagen dann, wünsche ich viel Jagdglück. Last Engineer freut sich auch, dass Timberborn wiederkommt. Freue ich mich auch. Finde ich großartig. Gedanklich war ich irgendwie bei Sonntag. Ich weiß, was du meinst, Elu. Ich musste heute auch mehrfach überlegen, welchen Tag wir heute eigentlich haben. Oh nein, die Pumpen sind leer hier hinten. Die haben es nicht gepackt. Und wir haben noch 7 Tage Rest. Oh Leute, das wird unangenehm wenig. Wir haben unangenehm wenig Kapazität hier tatsächlich. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay, pass auf, wir reißen dieses Teil wieder ab. Das muss weg. Ach, guck mal, Bauschutt. Das ist ja geil. Finde ich großartig. Ja. So, die reißen wir auch ab. Könnt ihr den Bauschutt abtransportieren? Die werden wir dann auch gleich machen. Ich hoffe noch, das reicht bis dahin noch. 440 Wasser ist nicht die Wucht. Bei 20 Bibern. Wir haben noch 6,5 Tage. Sagen wir, gehen wir mal von 5 Tagen aus. Wir brauchen 300, vielleicht 400 Wasser. Wir könnten es knapp schaffen mit dem Wasser, was wir haben. Da ist nicht mehr viel offen, aber das könnte klappen. Genau, das Eisenzahn-Update, das ist quasi das, was uns gerade am meisten wegreizt, ne? So, ihn setzen wir mal hier wieder ein. Der soll die letzten paar Bröckchens hier noch wegmachen. Ja, hier wird gleich noch fertig gebaut. Das setzt natürlich voraus, dass wir hier auch weitere Bretters produzieren. Wie schaut es bei der Geschichte mit dem Holz aus? Ja gut, wir brauchen wahnsinnig viele Holzgeschichten hier. So, wir haben die Punkte, Leute. Wir haben die Punkte. So, das heißt, wir bauen jetzt den Deich. Und den Deich bauen wir natürlich auch gleich hier auf. Noch mehr Holz, was flöten geht. So, das müssen sie mal ganz kurz dringender holen. Damit ich will da nicht drüber bauen. Das würde mich ganz unglücklich machen. Das ist, die Höhe ist auf jeden Fall wichtig. Zweierhöhe war genau das, was ich wollte, oder? Ja, ich glaube ja. Okay. So. Wie schaut es bei denen hier aus? Eine Zweierhöhe wäre auch hier tatsächlich genau das Richtige. Das heißt, auch hier nehmen wir das raus. Und priorisieren erstmal das Abtragen dieser Ressourcen, dass die schnell wegkommen. Dann bauen wir einen Deich drauf. Damit fluten wir diesen Zwischenbereich hier. So, im Übrigen will ich ganz kurz hier keine weiteren Bäume pflanzen. Aber die werden mit Sicherheit... Ne, warte mal, abbauen will ich's, aber ich will keine neuen mehr pflanzen. So war das. So. Wenn der in den nächsten Tagen fertig wird, bauen wir hier unsere neue Fahne ein. Weil die hier hinten kommen nicht so weit, dass die hier rüberkommen. Da werde ich einen von denen dann hier rüber verlagern, dass wir einfach ein bisschen mehr hier vorne auch noch abfrühstücken können. So, Holz wird umgewandelt und umgelagert. Das ist auch wichtig. Hier das Zeug hier vorne kann auch dann noch genutzt werden. Das machen wir neu zu. 4,6 Tage und wir haben noch 300 Wasser. Schaut gut aus, Leute.
Ich drehe komplett durch. Ich sag's euch, wie es ist. So, hier vorne werden die letzten Meter gebaut. Da fehlen in der Regel auch nur noch Bauleute für. Ich erhöhe mal die Anzahl der Träger ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die sich dann auch langweilen. Wir werden sehen. Aber vielleicht wird's dann, vielleicht flubbert dann alles ein bisschen schöner. Weil wir haben nämlich hier auch ganz schön viel Bretter noch drinnen, die auch nirgendwo gerade... Ach, die können nirgendwo gelagert werden, oder? War da nicht was? Wir haben ja kein Bretterlager. Wir bauen irgendwo hier ein Bretterlager auf. Hier vielleicht. Das fände ich gar nicht mal so unclever. Und lagern hier... Falsches Lager. Können wir auch hier hinbauen, theoretisch. Weil, warum nicht? Und lagern hier Bretter ein. So machen wir das. So. Hier die zweier Höhe, meinst du? Meinst du, das gibt eine Überschwemmung? Wenn wir hier einen Deich bauen, nicht. Am Ende müsste das auf der Höhe hier oben landen. Warte kurz. Ja, genau. Also müsste auf der Höhe hier oben landen. Und damit müsste das bis zum Rand eine Zweierhöhe voll sein. Hier machen wir auch zu. Auch unten. Das mache ich jetzt gleich. Und dann werden wir sehen, ob das klappt. So, das wollen wir mal abbauen. Und ich würde ganz gerne die Priorisierung hier unten auch noch zumindest erhöhen technisch, dass das hier ein bisschen flotter geht mit dem Ausbau von den Dingern. So, hier fangen wir jetzt mit dem neuen Konstrukt dann gleich an, also quasi das da. Ich mache das jetzt so, weil ich das auch hübsch finde, wenn das so ist. Und zwar kommt hier oben drauf dann der Überlauf. Wir könnten natürlich jetzt auch mit einer Schleuse das arbeiten, mit einer Einserschleuse vielleicht. Oder mal machen hier einfach zwei Zweierschleusen rein, auch das wäre möglich. Um das ein bisschen stabilisieren zu können. Dann können wir das halt ganz zumachen, so. Dann wird das sich bis ungefähr hier stauen, eventuell hier rüberlaufen, aber das ist uns egal, da kommt ja nichts mehr. Ne? Das ist hier zu. Das heißt, hier wird maximal Wasser reingepumpt, um möglichst lange die Baumgeschichte am Leben zu halten. So. Und weil das so ist, wird auch durch den Rückstau dieses Ding hier über diese Grenze sogar noch drüber gehoben sein. Das heißt, egal wie weit wir das aufmachen, wir können niemals die Felder leer machen. Das ist richtig. Das ist sehr richtig so. So, da ist noch ein bisschen was drin, das werden wir aber sehen. Da machen wir auch eine Trennung rein, die kann auch auf, müssen wir mal gucken. Das ist, genau, das ist ein, der Deich ist, der letzte ist eins zu niedrig, das stimmt. Wir haben noch nichts Besseres, wird aber dann noch ersetzt. Also hier werden wir mit Sicherheit noch eine höhere Deichgrenze einziehen. Das müssen ja bloß hier die Dinger dann rausrupfen, ja, eins höhere Größe reinbauen. Wir könnten natürlich die nochmal wegmachen, aber was soll's, ne? Erstmal das System stabilisieren. Wir haben für die nächsten 1,7 Tage nicht mehr ewig viel Wasser drin. Wir werden auch demnächst wieder unsere ganzen Pumpen hier hinten starten müssen. Das heißt, wir werden viele Beavers brauchen. Und die hinten könnten wir eigentlich auch schon gleich umsetzen. So, dann sind die ready. Wenn es drauf ankommt, sind wir nämlich mit 3 vollen Biber-Tanks hier am Start. Wir brauchen auch noch unbedingt das mittlere Ding hier für 120. Auch da bitte nochmal Bescheid sagen, Leute, wenn wir 120 erreicht haben, damit wir den mittleren Tank mit 300 Kapazität möglichst bald haben. Der ist super wichtig. So, hier unten wird jetzt dann langsam mal hoffentlich zugemacht. Das wird schon laufen, denke ich zumindest. Wie schaut es hier hinten aus? Auch hier... Ist im Übrigen sau wichtig, dass das zugemacht wird. Ähnlich wichtig wie der andere. Wobei der andere, da sind nur die unteren für mich wichtig. Die oberen eigentlich, jawohl, die sind eigentlich alle wichtig. Mach das mal bitte schnell. Das ist lebensbedrohlich, wenn das nicht funktioniert. Der Rest danach ist mir nicht so ganz so schlimm wichtig. Ja. Nochmal gucken. So.
So, er hier muss jetzt dann auch nur noch den Abteil abholen. Aber die sollen lieber den Rest hier fertigstellen, damit wir den Rückstau gleich zusammenbekommen. Den stellen wir jetzt auf 1,5 ein, damit das erstmal so ein bisschen wenig Druck drauf hat. Ja, doch kein Problem, am Ende läuft es da eh über die Schleuse drüber. Wäre jetzt für mich auch nicht mal so schlimm, weil das an der Seite auch drüber sprudeln kann. Wir werden sehen. Ich glaube, hier wäre sogar vielleicht eine andere Geschichte auch noch irgendwie ganz nett. Da würde ich ganz gerne mal was vorab bauen. Die Dürre ist im Übrigen beendet. Finde ich auch sehr attraktiv. Da brauche ich das, glaube ich, nicht. Das ist optional. Deswegen lasse ich, da mache ich da keine Brio drauf. So, Wasser ist auf jeden Fall wieder da. Dann starten wir diese Geschichte hier auch durch. Reduzieren die Anzahl der Träger. So. Wasser kommt. 61 war der Stand am Ende noch. Das heißt, das funktioniert jetzt von alleine. Okay. So, wir hätten auch eine natürlich Morpheus, das wäre auch gegangen, da unten nochmal eine Deichstufe draufzusetzen, wäre gar kein Problem technisch gewesen. So, hier haben wir den ersten Rückstau. Das heißt, hier läuft es jetzt nicht mehr drüber. Der zweite ist auch Prio im Bau. Weil jetzt wird es gleich hier drüber laufen, genau. Es ist ein Überlauf am Ende, weil die hier, können mit so viel Druck gar nicht umgehen. Das heißt, es wird ohnehin, können wir die eigentlich zumachen, weil das so, die Plörre läuft, ne? Also sie wird laufen. Geil. Sehr gut. Das ist ein Wasserspeicher, so wie wir ihn mögen. Wenn wir den, der ist jetzt zu. So, jetzt kommt der Rückstau. Genau, jetzt fließt hier an der Seite ab. Das wussten wir, dass das passiert. Das heißt, wir fluten jetzt diesen mittleren Bereich schon mal. Okay. So, dann gehen wir weiter. Und zwar hier an der Seite hoch. Gut. Dann eine Zweierhöhe wäre eigentlich auch irgendwann wichtig. Ey, Azrak! Vielen lieben Dank für deinen ganz, ganz lieben Raid. Das ist saulieb von dir. Azrak, Dankeschön. Wie geht's dir? Was habt ihr Schönes gespielt? Was war euer Plan? Was war euer Plan? Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr hattet einen großartigen Abend. 120 Forschungspunkte. Was wollte ich gerade forschen? Wasserspeicher, ne? Oh, wir brauchen Getriebe. Nee, dann machen wir es nicht. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz hier weiter. Wir forschen dann, tatsächlich gehen wir nochmal auf den anderen ein, wir machen die Doppelplattform demnächst. Guruk freut sich auch, dass Timberborn wieder dran ist, das freut mich sehr. Azrak, wie war euer Stream? Ich bin mir ziemlich sicher, wunderschön, da gehe ich von aus, ne? Vielen lieben Dank. Einen wunderhübschen an alle lieben Raider. Schön, dass ihr den Weg hier gefunden habt. Schön, dass ihr da wart oder da seid. Ja, dass ihr euch mit der Eisenzahngemeinschaft hier verbrüdern wollt. Es ist auch, alles andere wäre auch völlig absurd. Ja. Und ja, hier im Biberstaate ist einfach alles wunderschön. Also vorausgesetzt, man verdurstet nicht. Oder sonst irgendwelche großen Katastrophen passieren. All das, ja, ist niemals schwierig. So, wir gehen mal hier hoch und machen hier das Ding auch noch dicht. Dann haben wir den Bereich komplett abgeschirmt erstmal. Das machen wir nur bei Bedarf auf.
Dann werden wir jetzt gleich die 150 Forschungspunkte für was Sinnvolles, und zwar für die Doppelplattform, organisieren. Und zwar machen wir die gleich hierhin. Weil dann können wir das nämlich easy peasy alles ändern, was wir wollen. Mit einem zweiten Weg hier oben. Und dann machen wir jetzt hier auch den Deich zu. So ungefähr. Ich weiß, das läuft dann hier drüber, aber das ist mir jetzt dann auch nicht so wichtig. Holz haben wir ja zum Glück. Uns fehlt es aber an Baubibern. Da brauchen wir 100 Forschungspunkte für. Was war das? Ah! Glücklicher als je zuvor. Yes! Freue mich. Hier ist jemand gestrandet? Why? Wieso bist du denn hier? Wie kommst du denn dahin, Biber? Meine Güte. Wir retten ihn. Rette den Biber. Rette den Biber. Los, rettet ihn. Wir können das, aber warte mal, stopp. Anders, wir bauen das richtig. Wir können ihn auf jeden Fall retten, oder? Oh nein, hier nicht. Hier ist die Treppe. Oh no, okay, armer Biber. Armes kleines Biberlein. Okay, wir müssen mehr Wasser sammeln. Fällt mir gerade ein. Wir haben ja gesagt, wir brauchen mehr Wasser, aber wir haben dann nie was dafür getan. Also wie immer. machen wir das mal so. Ja, das ist besser, wenn wir es gleich so machen. Warte mal ganz kurz. Hier muss doch eine Tastenbelegung für geben. Gebäude. Drehen. Nee. Da muss es doch irgendeine Kombination für geben, wie ich das umstellen kann, oder? Steuerung C? Nee. C ändert irgendwas. Ich muss das doch nicht bei jedem Einzelnen festlegen, oder was? Wie dem auch sei, was wir festlegen, ist auf jeden Fall die Prio von dem blöden Ding. Das ist wichtig, dass das gebaut wird. Alles, was mit Wasser oder mit Versorgung zu tun hat, ist extremst wichtig. So. Und das da. So, okay. Okay, Leute. Salik, wunderhübschen Hallöchen. Wenn du den ersten baust und Wasser einstellst und dann die anderen nebenbaust, übernimmt die Einstellung. Okay. Muss ich da mal ausprobieren. Können wir ausprobieren dann. Braucht ja zum Glück nicht viel und da werden auch schon die ersten gebaut. Sehr gut, dann können wir mehr Wasser speichern. Wieso denn mehr Wasser? dann bauen wir jetzt unsere Erweiterung von unseren Lebensmitteln. Und zwar, wir werden die Kohlrabi-Geschichte jetzt bis auf die Spitze treiben. Kohlrabi! Zumindest soweit wir können. Damit mehr Kohlrabi kommt. Alle lieben Kohlrabi! Kira, liebst du nicht auch Kohlrabi? Die habe ich gebaut, Kira. Die Treppe habe ich gebaut. Ich wollte es bloß anders bauen. Und da ist mir aufgefallen, dass hier oben drüber nochmal eine Treppe läuft. Und dass ich hier nicht durchkomme. Ich wollte bloß... Ich dachte, ich kann den Bereich hier verbinden. Kann ich aber nicht. Kann ich jetzt schon machen, um diese Dachterrasse weiterhin nutzbar zu machen. Nämlich so tatsächlich. Ne, hier nicht. Warte. Hier. Dann legen wir das nämlich einfach mit dem Weg hier einfach eins weiter drüber. Und ich reiß die Treppe nur noch am Ende ab. Und dann können die nämlich hier durchkommen. Dann haben wir hier auch wieder einen schnelleren Weg. Und vernetzen alles ein Ticken besser. Aber das, wie gesagt, mit vier Bauarbeitern kommen wir gerade an Limits, die einfach unangenehm sind. So. Wir können in den nächsten 1,5 Tagen, hoffe ich,
noch ein, zwei Sachen hier fertig bauen. Ich weiß nicht was, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir es brauchen werden. Ganz kurz, eine Sache haben, können wir uns sparen, nämlich den einen Biber hier. Ich kann hier noch einen zweiten einstellen. Das ist vielleicht sinnvoll. Hier wird noch gebiebert. Hier wird auch gebiebert. Biber Las Vegas. So, hier können wir die zweite Fahne theoretisch aktivieren. Müssen wir aber nicht. Wir bauen lieber nochmal Folgendes. Und zwar eine weitere Holzfällerfahne hier vorne. Ach nee, das geht nicht. Der ist immer noch da. Warten wir noch ein bisschen. Das dauert eh noch ein bisschen, bis hier hinten das so ready ist. Die Holzfällerfahne ist noch nicht so weit, oder? Doch, theoretisch schon. Können wir ihm mal ganz kurz was geben und ihm. Haben wir unsere Bibers jetzt voll eingesetzt. So, letzter Tag vor Dürrebeginn. 700 Wasser sind schon im Speicher. Wir werden eine sehr lange Zeit vermutlich jetzt durchhalten müssen. Das ist zumindest meine Vermutung und Befürchtung. Ich denke nicht, dass das jetzt sehr dankbar für uns sein wird. Was wir machen werden, wir werden jetzt mal ganz kurz das Wasserding testen. Ich stelle hier Wasser ein und baue hier die nächsten Tanks. Und sie übernimmt dann nicht, ne? Hier könnte ich noch einen bauen. Ah, wo bin ich jetzt gelandet? Meine Güte. Falsche Taste gedrückt, ne? Ich kann es aber auch hier nicht einstellen, was ich bauen will, ne? Das ist halt jetzt unser... Ich meine, das wird nicht mehr fertig, das ist mir auch klar, ne? Aber selbst wenn eins fertig wird und noch gefüllt wird, ist es das wert. Das ist halt das Ding, ne? Wir können mit unseren derzeitigen Wasservorräten nicht viel schaffen, also nicht viel retten. Hier machen wir Folgendes. Hier bauen wir plattformbasiert. So. Und legen da dann die neuen Pumpen drauf. Könnten wir dann auch nochmal um zwei erweitern. Das ist nicht schlecht, um schneller mehr Wasser zu besorgen. Und dann erweitern wir hier auch gleichzeitig noch unsere Kapazität. So ungefähr. Das hat jetzt keine Prio mehr, ne? Das bauen wir halt im Laufe der Zeit noch auf. Bis zum nächsten Mal sollte das stehen, einfach um mehr Wasser haben zu können. Wenn wir Zweierspeicher bauen können, also die 300 Liter Varianten, dann werden wir das tun, aber eher da oben wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Das ist okay für mich, ne? Jetzt schauen wir mal, hier ist ziemlich voll, ja. Aber die kommen da schon ganz gut hin. Also es ist zwar voll, aber es ist nicht übervoll. Fast 1000 Wasser mittlerweile. Vielleicht klappt es sogar noch, dass wir die 1000 Wasser hinbekommen. Die Schlepper laufen halt sehr weit, ne? Weil sie von dort mit dem Wasser bis hier vor müssen, um unsere Speicher aufzufüllen. Hier fließt halt alles gerade ab und fließt dann hier vorne raus, ne? Oder hier drüben. So, die Dürre hat begonnen, stopp. Dann werden wir hier vorne die Pumpen abschalten. Wir haben 7 Tage, das ist sehr dankbar gerade. Das ist unheimlich dankbar für uns gerade. Wir produzieren weiter Bretter, auch wenn wir schon 52 haben. Wir werden aber hierfür immer Bretter brauchen und immer gleich 10, ne? Also das ist schon ordentlich viel. Aber jetzt lassen wir mal die Bauaufträge gerade laufen. Den Speicher hier mache ich natürlich im Leben nicht auf, weil genau das jetzt passiert, was wir brauchen. Wir haben hier eine einservolle Geschichte. Und wenn wir fertig sind mit dem Ausbau, haben wir eine zweiervolle Geschichte hier drin. Und im besten Fall können wir bis dato dann im besten Fall sogar die Dreifachschleusen bauen.
Oder wir setzen die Schleusen wirklich, wenn das wenn das leer gepumpt ist, setzen wir die Schleusen dann wirklich noch auf einen Deich, weil hier, das ist ja auch wurscht dann am Ende, ne? Howie, wunderhübschen guten Abend. Weil der Bereich ist schon darauf vorbereitet, das ist in Ordnung. Also Leute, ich sag's euch, wie es ist. Das wird großartig. Ich freue mich. Und Xavi-san, im Übrigen, vorhin für deinen Follow möchte ich nochmal vielen Dank sagen. Der ist mir komplett durchgerutscht. Wir haben gerade erst gesehen. Und zum Glück gibt es keinen Wegweiser in dem Spiel. Ja, das ist so eine Sache, ne? Also ich glaube, als Biber bist du ja schon gut beschäftigt. So rauf, runter, links, rechts und so. Also, die Wege sind schon ein bisschen absurd, aber ja. Das wird schon. Ich glaube, wenn du hier wohnst, ja, das ist so wie in so, wie wenn du in Tokio wohnst oder so, dann findest du dich irgendwann in dem Gewusel zurecht. Na, mal schau mal, wie schnell das hier runtergegangen ist. Ne? Das war jetzt bis zum Rand gefüllt und guck mal, der erste Planke hier ist schon zu sehen. Also das geht schon schnell. Es geht schon ziemlich schnell, ne? Gut, unsere Pumpen geben hier aber auch echt alles, ne? Die halten uns bei nahe 1000 Wasser. Und sobald einer dieser Speicher wieder neu gebaut wird, pumpen die natürlich da instant einfach mal 30 Wasser rein. Das merkst du sehr, sehr schnell. 5 Tage durchhalten ist für uns jetzt keine große Geschichte. Wir müssen natürlich auch gucken, eine Dreifachschleuse, warte mal, wenn wir keine Dreifachschleuse brauchen, dann stellt sich mir eine andere Frage. Und zwar, wenn wir die nicht brauchen, was dann? Was würde Sinn ergeben in dem Kontext? Ich glaube, wir brauchen neue Betten. Ja, wir brauchen neue Betten, müssen wir auch gleich parallel bauen. Weil der nächste Biber, der geboren wird, schläft auf der Straße. Da habe ich gar keine Lust zu. Die Bauarbeiterunterkunft. Das ist das nächste. 100 Forschungspunkte haben wir gleich. Dann lass uns die sofort instant bauen. Am besten hier oben gleich. Ja, möchte ich. Und will ich dahin bauen. Weil wir bauen sehr viel hier vorne jetzt. Oder auch im Krater drinnen. Da ist es günstig, hier eine weitere Bauarbeiterunterkunft zu haben, die den Radius nochmal erhöht. Das halte ich für wichtig und das halte ich nicht nur für wichtig, sondern für elementar. So, let's do it. Weil dann haben wir nämlich noch mal mehr Bauarbeiter und ich glaube, da gehen deutlich mehr rein als im Distriktzentrum. Das ist Zwergon. Das ist der Zwergon-Distrikt und der bleibt auch als einziger Distrikt erhalten. So, euch geben wir mal Freizeit, ihr habt nichts zu tun gerade. Die werden jetzt gleich wohl ganz anders. Wir haben 1000 Wasser, ey, leck. Ja, wir Nahrungsmangel haben wir. Wir werden mehr Nahrung jetzt ernten müssen. Beziehungsweise wir werden auch hergehen müssen und werden hier diesen Bereich anders nutzen. Weil, wenn wir Bereiche mehr fluten, wie jetzt zum Beispiel hier, angenommen, wir machen das jetzt wirklich bis zu dem Rand hier oben zu, dann ist das dieser Rand hier. Ne? Das heißt, wir können diesen Bereich theoretisch abernten und irgendwas Neues anpflanzen. Eine schöne Idee wäre es auch, diesen Bereich wegzusprengen, wenn wir dann mal Sprengguthaben haben und diesen gegenüberliegenden Bereich. Auch hier könnten wir das bereits nutzen. Würden wir das machen, wäre das gar nicht so doof eigentlich. Lass mal schnell was schauen. Wenn wir so bis hier rüber gehen würden. Ungefähr so. Dann könnten wir hier drüben auch noch was nutzbar machen. Ich meine, abgesehen von da oben natürlich. Das würde ich jetzt auch ganz gerne tatsächlich vollends auskosten. Diesen ganzen Bereich hier oben. Bauen wir hier eine Fahne hin und nagen hier alles ab, was noch übrig ist. Als ehrliche und anständige Biber ist es unser Recht, diese Bäume mittlerweile komplett zu schlagen. So, dann machen wir das nämlich gleich startklar. Dann können die das nämlich auch abarbeiten. Und dann können wir uns nämlich nach hier hinten auch noch gleich ausbreiten. So, und dann können wir nämlich den Bereich hier oben auch noch komplett nutzbar machen für Essen. Bauen wir hier nämlich noch, was weiß ich, hier, hier und hier in den Hof hin und lassen das schön arbeiten.